Guten Abend und hallo zusammen. Herzlich willkommen bei uns hier in Berlin. Volles Haus, sehr interessiertes Publikum. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, was eine Ministerpräsidentenwahl in einem kleinen Bundesland so alles auslösen kann, hätte man sofort jetzt auch nicht gedacht. Aber bei der Union geht es jetzt um alles oder nichts, so sagen die das selbst, darum, ob die letzte verbliebene Volkspartei ihren Kompass wiederfindet. Wer hält das Land noch zusammen, haben wir unsere Sendung überschrieben. Und dazu sind bei uns der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder, die Parteivorsitzende von Bündnis 90, die Grünen, Annalena Baerbock, die Vorsitzende der SPD, Saskia Esken, der FDP-Politiker Gerhard Baum und der Chefredakteur der Zeit, Giovanni Di Lorenzo. Herzlich willkommen Ihnen allen, freue mich sehr. Tolle Runde, gutes Thema. Noch ist sie Vorsitzende der CDU. Und sie wollte, so hatte sie das am Montag in der Pressekonferenz gesagt, als sie überraschend ihren Rückzug bekannt gegeben hat. Sie wollte, Annegret Kramp-Karrenbauer, nämlich, wissen Sie schon, den Prozess ihrer Nachfolgeregelung von vorne führen, so hatte sie gesagt. Aber selbst das hat man nicht zugelassen. Die CDU seit dieser Woche praktisch führungslos. Die Kanzlerin auf Abruf, seit sie vor 14 Monaten den CDU-Vorsitz abgab. Das ist ein Wagnis, keine Frage. Das Wagnis gescheitert. Die neue Parteichefin will sich nun auch zurückziehen, sagt am Montag. Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben. Und auch den CDU-Chefposten will Annegret Kramp-Karrenbauer abgeben, wenn die Frage der Kandidatur geklärt ist. Sie betont, dass wir stärker sind, wenn es in einer Hand ist. Doch da hat noch jemand mitzureden. Der Parteivorsitz der CDU bedeutet nicht automatisch eine Kanzlerkandidatur. Dabei ist das Rennen schon in vollem Gange. Mögliche Kandidaten: Armin Laschet, Jens Spahn, Friedrich Merz. Wir diskutieren die Lage der Partei jetzt hinter verschlossenen Türen und nicht in der Öffentlichkeit. Und daran werde ich mich halten. Sagt Merz noch am Montag. Drei Tage später wird er bereits deutlicher. Es hätten viele, ja, soll ich sagen, komisch gefunden, wenn ich darüber nicht nachdenken würde. Auch der gebürtige Aachener Laschet denkt sicher nach, weicht der zentralen Frage aber noch aus. Düsseldorf oder Berlin? Aachen. Der dritte Mann wagt sich klarer aus der Deckung. Ich habe immer gesagt, dass ich bereit bin, Verantwortung zu übernehmen. Und sagt im Spiegel, nach so vielen Jahren, die von Angela Merkel geprägt waren, muss die CDU nun wieder laufen lernen. Herr Söder, Sie haben am Mittwoch in einem Interview mit der FAZ gesagt, in der Union ginge es jetzt um alles oder nichts. Das ist ein Satz von Ihnen. Und die Lage sei wesentlich ernster als zur Zeit der Spendenaffäre. Lässt sich die Krise über eine schnelle Personalentscheidung dann lösen, wenn sie so schwer ist, wie Sie sie beschreiben? Es geht nicht nur um Personal, es geht schon um die grundlegende auch Strategie. Thüringen hat ja nur etwas offengelegt, was anscheinend schon länger schwelte. Nämlich die Frage, ist es zulässig oder ist es notwendig oder möglich, im Osten anders politisch zu denken, als wie die Mehrheit der Bevölkerung bestens macht. Und ich kann nur eines sagen, das in Thüringen war einerseits für mich ein Totalversagen aller demokratischen Warnblinklichter. Und deswegen muss jetzt zunächst mal geklärt werden, wie die grundlegende Ausrichtung ist. Für mich ist sie eindeutig. Und warum CSU hat das bisherige Personal diese Frage nicht beantwortet? Denn die ist ja nicht ganz neu. Ja, da sind von vielen Seiten viele Fehler gemacht worden. Ich kann nur eines sagen, für mich ist jedenfalls auch klar für die CSU, diese strategische Richtungsfrage muss als erstes geklärt werden. Und jemand, der Kanzlerkandidat werden will, muss auch ganz klar machen, dass zum Beispiel es überhaupt keine Zusammenarbeit mit der AfD geben kann. Ganz im Gegenteil, eine AfD, die muss man anders angehen, die muss man stellen, die muss man bekämpfen und sich nicht klammheimlich davon wählen lassen. Vordergründig, Giovanni, haben CDU und CSU nach dem angekündigten Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer jetzt eine Personalentscheidung zu treffen. Die Frage, wer wird neuer Vorsitzender, dann gemeinsam mit der CSU auch die Frage, wer übernimmt die Kanzlerkandidatur. Grundsätzlich aber geht es, glaube ich, dabei um sehr viel mehr. Und Sie haben das die Woche in einem Leitartikel für die Zeit auch genauso beschrieben. Da haben Sie gesagt, es ginge nun darum, eine halbe Systemkrise zu lösen. Kann die Union das in ihrer derzeitigen Verfassung noch?
Na, ich glaube, viel drastischer, als Markus Söder das eben zum Ausdruck gebracht hat, kann man es kaum noch. Denn man muss sich ja jetzt vorstellen, was noch zusätzlich dazu kommt. Also wenn die sich jetzt relativ schnell entscheiden für jemanden, der die Entscheidung wird eine giftige sein, man wird sich bekämpfen. Es ist ja jetzt schon offensichtlich, wie da ausgeteilt wird. Alles Dinge, die man aus der CDU in dieser Härte so nicht kannte. Denn der Anspruch, die Macht zu erhalten, war bei der CDU immer stärker in letzter Konsequenz als die Personalentscheidung. So, und dann haben die ja noch eine lange Strecke vor sich. In dieser Strecke kann man eigentlich jeden demontieren. Lange Strecke meinen Sie bis zur Wahl, wenn bis, Sie 2021 bis zu einer Wahl, so. Und dann wissen wir nicht so richtig, wie die Kanzlerin sich verhalten wird. Ob sie durchhalten wird oder ob sie möglicherweise irgendwann mal die Vertrauensfrage stellt im Bundestag. Auch das ist völlig offen. Wir wissen noch nicht, wen die SPD ins Rennen schicken wird, als Kanzlerkandidatin oder Kandidaten. Also insofern ist es in jedem Fall eine halbe Systemkrise der alten etablierten Volksparteien. Von der FDP haben wir jetzt ausgeklammert. Die ist vielleicht nicht so sehr synonym für Volkspartei, aber mit Sicherheit auch in einem furchterregenden Zustand. Ich kriege es mit in Hamburg, wie die da unverschuldet jetzt Wahlkampf führen müssen und was die abbekommen. Ja. Frau Baerbock, Sie waren heute in München. Sie saßen auf dem Podium, wir haben eben ja einen kurzen Ausschnitt gesehen, gleich neben Armin Laschet. Hatten Sie bei ihm und haben Sie auch für sich selbst den Eindruck, dass an der Personalfrage der Union tatsächlich nun das Schicksal des halben Systems hinge? Nein. Und ich hadere auch, was heißt ich hadere? Ich finde es gefährlich sogar, von Systemkrise zu sprechen. Zum einen wirklich mit dem Wording. Also wir müssen tierisch aufpassen in dieser Situation, wo in Thüringen das passiert ist, was sich niemand, jedenfalls in unserer demokratischen Gesellschaft, hätte vorstellen können, dass demokratische Parteien das Spiel der AfD mitspielen, sich zu ihrem Handlanger machen, dass wir jetzt anfangen, das Wording zu übernehmen. Das war genau immer auch das Wording der AfD, zu sagen, Sie meinen, die Wortwahl von System zu sprechen. Kommen von der internationalen Konferenz mit englischer Sprache, genau, die Wortwahl zu übernehmen, zu sagen, das System ist in der Krise. Aber natürlich sind die Parteien, das Vertrauen in Politik, was ohnehin nicht das Beste war in der letzten Zeit, das ist noch mal angeschlagen, deutlich durch diese Wahl. Was mir aber Hoffnung gibt, weil der Titel dieser Sendung ist ja auch die Frage, wer führt dieses Land? Wer hält das Land zusammen? Ja, und man muss klar sagen, die Zivilgesellschaft. Dass wir dazu gekommen sind, dass dieser Dammbruch, der dort passiert ist, dass der innerhalb von 72 Stunden zurückgenommen wurde, das war die demokratische Zivilgesellschaft in unserem Land. Weil alle aufgestanden sind, weil es eine Protestwelle über das ganze Land gab. Und zwar durch die unterschiedliche Hausfrau, der Klempner, alle waren da, haben gesagt, das geht so nicht. Erst das hat es möglich gemacht, dass Herr Kemmerich sein Amt niedergelegt hat. Und wir als politische Parteien, wir als demokratische Parteien, stehen jetzt in der Verantwortung, diesen Schaden, der angerichtet wurde, wieder gut zu machen. Das heißt, uns um das zu kümmern, was Aufgabe von Politik ist, zu führen. Die Bundesratsbank war leer von Thüringen. Bundesland fällt aus. Das heißt, in Thüringen muss, und zwar mit der CDU gemeinsam, die FDP fällt leider weiter komplett aus, die verweigert sich Gesprächen, eine Regierung gefunden werden und auf Bundesebene muss, wir haben eine gewählte Bundesregierung, wir stehen kurz vor der EU-Ratspräsidentschaft, da muss wieder Vertrauen her, auch das habe ich in München auf der Sicherheitskonferenz erlebt. Auf allen Gängen war das Gespräch, wir brauchen ein starkes Europa, da kann Deutschland nicht jetzt mittendrin ausfallen. Das heißt, es muss endlich diese Verantwortung in Deutschland für Europa wieder übernommen werden. Hat Laschet das auch gesagt? Ja, das hat er auch gesagt. Das wurde auch live im Fernsehen übertragen, deswegen verrate ich jetzt hier keine Geheimnisse. Den Eindruck bei ihm, er will es werden? Ich finde jetzt, ich finde fatal, mein Punkt war gerade sozusagen, wir müssen uns den Herausforderungen stellen, bezahlbarer Wohnraum in Städten, Zusammenhalt von Europa. Aber deswegen, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht alle dieses Spiel betreiben, alle Fragen nur um die parteiinterne Diskussion der CDU zu führen. Und deswegen fand ich es gut, um es an der Stelle zu sagen, dass auch Herr Laschet auf diesem Podium, jedenfalls meiner Meinung nach, zu Europa gesprochen hat und nicht eine Bewerbungsrede als Kanzlerkandidat für Deutschland. Dennoch haben Sie auch wahrgenommen, wie von außen auf Deutschland geguckt wird und
eine Instabilität vermutet wird. Das haben Sie gerade gesagt. Ja. Herr Baum, Sie überblicken mit Ihren 87 Jahren die gesamte Geschichte, auch die Parteiengeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Geht es für die Union, wie Markus Söder gesagt hat, mit der anstehenden Entscheidung für den nächsten Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten um alles oder nichts und um die Bewältigung einer halben Systemkrise, wie Giovanni geschrieben hat, oder ist es das nicht? Also es geht in erster Linie um das Land. Nein, es geht nicht um eine einzelne Partei. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute draußen sagen, verdammt nochmal, diese Parteien sollen sich nicht so sehr mit sich selbst beschäftigen, sondern mit uns, mit unseren Nöten und Sorgen in einer Zeitenwende, die uns vor große Unsicherheiten stellt in der Welt und auch hier. Also kümmert euch darum, dass ihr regierungsfähig bleibt. In Thüringen gibt es jetzt aus meiner Sicht gar keinen anderen Weg. Jetzt muss dieser Ramelow gewählt werden, muss Schluss sein, dass die AfD sich noch mal einmischt. Nicht? Und die FDP hat einen Fehler gemacht. Das ist vollkommen klar. Aber dass das jetzt auf Hamburg zurückfällt, bedauere ich genauso wie Sie. Ja. Ich habe es nur festgestellt. Ja, aber Sie haben einen Ton des Bedauerns. Nein, mir tun die Leute leid, die da am Wahlkampfstand stehen. Aber ich sehe auch bei allem, was ich da kritisiert habe, dass es da eine Entschuldigung gegeben hat, ein Eingeständnis der Fehler, der nie hätte passieren können. Diesen Mann hätte man gar nicht kandidieren lassen dürfen. Nicht? Was wollte der da? Aber ich komme noch mal zurück. Ich sehe eine gewisse Gefahr für unser Land. Also wir sind in einer besonderen Situation. In meiner Lebenszeit ist der Rechtsextremismus noch nie so stark und einflussreich gewesen wie jetzt. Ich habe vieles erlebt. Wenn gleich Sie auch die Nazi-Zeit erlebt. Ich habe die Nazis erlebt, ich habe die Schluss. Und dann sagen Sie, der Rechtsextremismus jetzt sei stärker? Natürlich nicht als die Nazis, aber nach dem Krieg waren die alten Nazis in Schlüsselpositionen. Da gab es eine Diskussion über einen Schlussstrich. Man wollte Deckel über die Nazi-Verbrechen legen. Es gab eine Amnestiedebatte, es gab Verbrechen und Gewalttaten in den 80er Jahren. Aber dass die jetzt in allen Parlamenten sitzen. Und ich habe mich jetzt erinnert an einen Satz von Goebbels 1928, dass die NSDAP mit 2,8 in den Reichstag gekommen sagte, jetzt gehen wir in den Reichstag und holen uns dort aus dem Arsenal die Waffen der Demokratie, mit denen wir die Demokratie bekämpfen. Ich bitte, das nicht zu leicht zu nehmen. Das ist eine Gefahr, die wuchert in unsere Gesellschaft rein. Und Weimar ist aus der Mitte des Bürgertums zerrüttet worden. Und wir haben heute im Bürgertum wieder Leute, die mit Sympathie oder mit Gleichgültigkeit diese Angriffe auf die Demokratie sehen. Das ist mehr, viel mehr als nur die Wahlergebnisse der AfD. Also meine lange Lebenszeit, die Sie in Erinnerung gerufen haben, bringt mich dazu zu einer ernsthaften Warnung. Wer hält das Land noch zusammen, fragen wir deshalb heute. Frau Esken, sollte Angela Merkel, die Bundeskanzlerin, die bislang ja noch ein Garant der Stabilität in diesem Land zu sein schien, so ist sie vielfach bewertet worden, muss nicht stimmen, aber liest man immer wieder, sollte Angela Merkel im Zuge der Krise zurücktreten, hat die SPD gleich mal gesagt, sie würden niemand anderen akzeptieren als eben Frau Merkel. Wenn es im Moment aber, wie wir hören, um so viel geht, warum erschwert die SPD den Prozess einer Festlegung einer Rückfindung zur Stabilität noch zusätzlich? Was würde denn bitte der Wechsel der Regierungschefin oder was wird auch der Wechsel der Parteivorsitzenden, des Parteivorsitzenden der CDU ändern an der Analyse von Gerhard Baum? Zum Beispiel an der Frage, als Sie sich beworben haben, haben Sie, glaube ich, auch gesagt, dass mit der Personalie der Parteivorsitzenden was Großes verbunden ist. Natürlich, für die Partei ist da was Großes mit verbunden. Aber die Frage einer, ich bin auch der Auffassung, wir haben keine Systemkrise, aber wir haben tatsächlich einen nie gekannten und nie so intensiv erlebten Einfluss von Rechtsextremen in den Parlamenten, übrigens auch rechtsterroristischen Anschlägen, die wir 200 Morde, die auf das Konto von Rechtsterroristen gehen in den letzten Jahren. Vor zwei Tagen ist ein rechtsterroristisches Netzwerk ausgehoben worden, das Morde geplant hat an Politikern. Ich glaube, dass wir die Situation schon auch sehr ernst nehmen müssen und dass die nicht dadurch gelöst wird, ob jetzt ein neuer Regierungschef gewählt wird, sondern dass wir uns wirklich auch alle an der Nase fassen und mal überlegen, wie es so weit kommen konnte. Aber wer genau soll denn den Kampf im Parlament gegen die AfD dort führen, wenn es nicht die dort vertretenen Parteien sind? Ja. Man kann sich doch nicht die ganze Zeit
allein, ohne sie schlecht bewerten zu wollen, auf die Zivilgesellschaft verlassen, sondern das müssen doch die Parteien tun. Deshalb sei gestattet, dass wir auf die Führungspersönlichkeiten und auch auf die inhaltliche Ausrichtung einer Partei schauen. Ja. Da muss ich jetzt schon auch widersprechen. Entschuldigung, es war nicht nur die Zivilgesellschaft, sondern es war auch die Koalition, die die Situation nach Thüringen sehr schnell. Ich habe jetzt darauf reagiert, dass jetzt verschiedentlich gesagt worden ist, es geht hier nicht um Personalien, es geht nicht darum. Ich finde, es geht auch um Richtungsentscheidung. Ja. Die offensichtlich mit Personen, das haben Sie für sich auch reklamiert, als Sie angetreten sind, für die SPD verbunden sind. Hm. Naja, aber wir sind nicht in der Situation, dass jetzt die Regierung handlungsunfähig wäre, wie das versucht wird zu beschreiben. Das ist ja durchaus nicht der Fall, sondern wir waren sehr schnell handlungsfähig und haben sehr schnell die Situation auch befriedet. Und ich glaube, dass es jetzt zu Neuwahlen kommen kann in Thüringen, wenn ein neuer Ministerpräsident, wenn Bodo Ramelow gewählt ist, der dann auch zügig Neuwahlen vorbereiten wird. Das ist ja alles auch so vereinbart. Und insofern haben wir Handlungsfähigkeit bewiesen und das haben wir auch im Übrigen im Regierungshandel. Ich glaube, dass der Rechtsstaat tatsächlich ein bisschen genauer hinschauen muss, was rechtsextreme Netzwerke in diesem Land anrichten und dass wir als Parteien durchaus auch hinschauen müssen, was richtet die AfD in unseren Parlamenten an. Aber das ist jetzt nicht erst seit gestern bekannt und wir sind auch nicht untätig. Giovanni, ist die Situation so befriedet, wie Frau Esken sagt? Also ich bin ja jemand, der eher viel Verständnis hat für Menschen, die in die Politik gehen und finde auch, dass dieses parlamentarische System ein gutes und erhaltenswertes ist. Deshalb bedauere ich umso mehr, was da passiert ist vor 10 Tagen. Ich finde, schlimmer kann man sich kaum darstellen. Das war eine erbärmliche Vorstellung der beteiligten Parteien. Aller Parteien? Nein, der beteiligten Parteien, habe ich gerade gesagt. So. Und ich finde, dass die Korrekturen, die sind jetzt nicht so, dass ich vor Dankbarkeit und Freude auf die Knie gehe, sondern ich finde, das ist das Mindeste, was man verlangen kann, Frau Baerbock, mit allem Respekt. Und dann natürlich, ich glaube, hier in diesem Kreis sind wir uns sofort einig, dass die Gefahr des rechten Populismus, wenn man es höflich ausdrückt, eine riesige ist und dass man dagegen etwas tun muss. Aber mir kommt dabei zu kurz, was denn eigentlich? Denn ich meine, wenn man Herrn Höcke, von dem, glaube ich, alle wissen können, was dieser Mann denkt und so schreibt, wenn trotz dieses Eklats, den es da gegeben hat in Erfurt, dann bei der nächsten Umfrage die Werte genauso hoch sind, sogar noch knapp einen Prozentpunkt drüber, dann muss man sich langsam auch die Frage stellen, wie können wir denn das wieder einhegen? So, da kommt ganz oft diese stereotype Antwort, mit solchen Leuten redet man nicht. Aber wir können doch nicht 25% Wähler in den neuen Bundesländern wie nach so einer Corona-Erkrankung auf dem Kreuzfahrtschiff erstmal in Quarantäne stellen. Das wollen wir doch. Irgendwann muss doch sich jeder die Frage stellen, was hilft denn, um die einzuhegen? So. Ja. Und deswegen ist das in vielerlei Hinsicht ein kritischer Moment. Es gibt meines Erachtens keinen sichtbaren Ansatz, wie man die AfD wieder eindämmt. Sie kann ich nicht erkennen. Mhm. Tut mir leid, ich bin ja der einzige Nicht-Politiker. Kann ich bei Ihnen nicht so erkennen. Anne, natürlich, weil Sie haben sozusagen einen extraterritorialen Status, diplomatischen Pass. Das ist das eine. Ich sehe, wie sich eine Partei, die sich sehr verdient gemacht hat, um die Bundesrepublik, wie die im Moment in einer wirklichen existenziellen Krise ist. Ich sehe wenig Anhaltspunkte dafür, dass sich das gut und schnell wieder auflöst. Man hat das Schicksal der SPD, finde ich, habe ich mit genau solchem Bedauern gesehen. Die SPD ist heute, es tut mir leid, Sie sitzen neben mir, aber es ist ja nun Realität, dass auch nach diesem Eklat sind Sie auf einer Höhe mit der AfD. Ich meine, das war mal eine Partei, eine stolze Partei, die 3 Bundeskanzler gestellt hat. Insofern, wenn Sie mich fragen, ich bin von Grund auf eigentlich ein optimistischer Mensch. Wenn Sie mich fragen, ob das im Moment eine fröhliche Lage ist, sage ich Ihnen, nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Kein bisschen. Und da sollten wir nicht schönreden. Aber es gibt Gegenmittel, nicht? Also,
Zum Beispiel gibt es das Mittel, den Menschen zu sagen, dass wir in einer wunderbaren Demokratie leben, die beste, die wir je hatten in Deutschland, mit einer Verfassung, die es vorher nicht gab. Also wir müssen auf diese Leute zugehen und sie überzeugen und nicht anbiedern. Herr Baum, das ist total richtig. Aber was bleibt uns übrig? Und dann muss das Land wirklich gut regiert werden. Und deshalb sage ich Ihnen jetzt hier, wenn Sie glauben, Sie können mit der Spitze der CDU noch 2 Jahre oder 1,5 Jahre warten, wird das schief gehen. Die Leute wollen Klarheit haben. Ja. Also doch. Also vielen Dank für die Empfehlung nochmal von der FDP. also nimmt da jeder gerne an. Das ist meine Empfehlung. Ja, in der CSU haben wir das ja auch geklärt. Aber also, 2 Dinge. Das erste ist, natürlich muss man die AfD stellen und als das bezeichnen, was sie ist. Und da darf man auch keine Fehler machen, da darf man auch kein Zögern oder Zaudern haben. Ich habe ja von meiner Seite auch, obwohl wir eigentlich nicht beteiligt waren in der Sache in Thüringen als CSU, relativ schnell gesagt, dass das überhaupt gar nicht geht so. Also es ist völlig unvorstellbar. So aber so, da haben Sie ja ein Mittel. Lass mal kurz sagen, ja. Ich habe ja gesagt, 2 Dinge sind es. Also benennen, um was es geht, aber gleichzeitig auch mal Alternativen anzubieten, politisch. Man kann doch ganz genau sehen, dass die Strukturpolitik in den neuen Bundesländern eigentlich von vorne bis hinten hinkt. Wir haben das so gemacht in meiner Zeit jetzt, dass wir strukturschwache Regionen bewusst fördern mit Universitätsausbau, sogar Gründung neuer Unis, mit Behördenverlagerung, mit Digitalisierung ländlicher Räume. Bislang ist da viel zu wenig passiert. Man kann ja, wenn man die Karten so ansieht, relativ klar erkennen, wo die AfD besonders stark ist. Dort, wo besonders viel Strukturschwäche ist. Also reicht es nicht nur zu sagen, wir reden über die schöne Verfassung, sondern man muss auch etwas dazu tun. Wir brauchen im Prinzip schon so eine Art Struktur-, Modernisierungs-, Infrastrukturplan, um dort einfach stärker zu werden. Nicht Batteriefabriken nach Münster zu geben, sondern in neuen Bundesländer, wo es Arbeitsplätze, Zukunft und Modernität schafft. In meiner Heimatstadt Dresden hat die AfD 20%. Aber ich will noch eins sortieren, Herr Söder, denn wir erinnern uns an Ihren Wahlkampf, den Wahlkampf zur Landtagswahl in Bayern. Da haben Sie zunächst, das haben Sie später dann auch für sich selber zurückgenommen, noch Wörter wie Asyltourismus gepflegt, haben also in den Augen vieler versucht, am Rechtsaußenrand zu knabbern, haben sich dann während des laufenden Wahlkampfs umentschieden und haben sich deutlich milder gezeigt. Heute, das gesteht Ihnen Armin Laschet zu, sind Sie der König der Bienen. So hat er gesagt auf der Ordensverleihung wieder den tierischen Ernst. Und wir sind ja der Karnevalszeit. Also, ja. Sie selber haben doch für sich auch gemerkt, so einfach ist es, weiß Gott nicht. Man darf die nicht kopieren, dann wählt man vielleicht lieber das Original. Und im Ergebnis war die AfD in Bayern aber dennoch bei 10%. Ja, aber woanders sind sie bei 20, 25. Ja, aber es war dann plus 10%, weil sie vorher nicht drin waren. Ja, das ist jetzt aber ein bisschen Milchmädchenrechnung von der Zeit her gesehen. Ja. Echt? Also, ja, finde ich schon, aber die müssen wir mal sehen. Wenn ich überlege jetzt gerade, was wir und auch ich persönlich, welchen Kurs wir da fahren, dann glaube ich, ist er für die Union zumindest, kann ich sagen, schon der richtige. Es hat überhaupt keinen Sinn zu glauben. Früher hat man immer gedacht, die Wähler der AfD sind irgendwie Wähler, die alle von der Union gekommen sind oder viele. Stimmt nicht. Es sind wahnsinnig viele Leute von anderen Parteien, der Linkspartei gekommen. Es sind viele Leute aus dem Nichtwählerbereich gekommen, die sich lange sehr deutlich schon von dieser Demokratie distanziert haben. Richtig. Und deswegen wird es überhaupt nicht funktionieren, also die Konzepte quasi zu kopieren, die Sprache anzunehmen. Man braucht auch nicht dieses Triste, dieses Negative, dieses Maulende, dieses Kaputtmachende. Die AfD hat ja auch einen Stil, muss man mal sagen. Das ist ja alles schlecht. Schlecht reden, was nur schlecht zu reden ist. Deswegen muss man Lebensfreude und Optimismus klar benennen, was die AfD ist, und natürlich handeln. Ich meine, ich sage es noch einmal. Schauen Sie, wenn Sie in einer strukturschwachen Region nichts machen, dann übergeben Sie quasi denen die politische Hoheit. Wenn Sie aber etwas machen, wenn Sie beispielsweise Behörden dort verlagern, warum gehen wir nicht her, schauen an, wie viele großartige Behörden es in Berlin gibt. Und warum verlagern wir die nicht ausgiebig in die neuen Bundesländer? Das ist ein gemeinsames Konzept. Das ist ja viel zu wenig. Wenn wir mal richtig rangehen und sagen, wir machen mal eine große Idee, eine große Aktion, das würde vielen Menschen hoffen. Das sitzt doch viel tiefer. Meine Heimat Stadt Dresden, wunderbare Struktur, moderne Unternehmen, Wissenschaft, hat 20% AfD. Warum? Nicht? Wir haben jetzt Demonstrationen gemacht. Ich glaube nicht, dass es mit einem Verfassungsvortrag allein funktioniert, Herr Baum. Das ist ein Mittel. In allen Ehren. Haben Sie nicht das Gefühl, dass die Leute Orientierung brauchen? Orientierung, das hat Annegret Kramp-Karrenbauer selbst über ihre eigene Partei gesagt, die sie bis dato ja noch führt. Sie hat identifiziert, dass ihre Partei ein Orientierungsproblem hat, denn sie hat gesagt, wir haben
haben ein ungeklärtes Verhältnis von Teilen der CDU mit AfD und Linken. Das gehört ja auch dazu, dass man sich klar aufstellt. Aber noch ist die CDU da nicht. Die Wahl Thomas Kemmerichs zum Ministerpräsidenten in Thüringen mit Stimmen der AfD hat die Bundespolitik erschüttert. Die Kanzlerin stellte fest, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss. Eigentlich ist das Verhältnis der CDU nach links und rechts geklärt, per Parteitagsbeschluss. Keine Annäherung und keine Zusammenarbeit mit der AfD und der Linken. Aber es gibt Forderungen, die Grenze nach links aufzuweichen. Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, findet, die Zeit der Ausgrenzung ist vorbei. Und sagt zur möglichen Wahl eines linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, das bedeutet an der Stelle, dass wir ein solches Bündnis auch tolerieren würden, auch in der Lage wären, auch inhaltlich zusammenzuarbeiten. Und Ingo Senftleben, bis vor kurzem CDU-Chef in Brandenburg, findet, ein einfaches Nein bildet nicht die Lebensrealität ab. Auch die Abgrenzung zur AfD bekommt Risse. Michael Heim, CDU-Fraktionsvize in Thüringen, verteidigt noch immer die Kemmerich-Wahl mit AfD-Stimmen. Mir war völlig bewusst, dass die AfD für Kemmerich stimmen könnte. Dass es nun so gekommen ist, finde ich nicht schlimm. Aus meinem Wahlkreis habe ich Bestätigung erfahren. Richtig so, standhaft bleiben. Und Lars-Jörn Zimmer, CDU-Vize-Fraktionschef in Sachsen-Anhalt, ruft Kanzlerin Merkel und Markus Söder mit Blick auf die Landtagswahlen im kommenden Jahr zu. Kommt aus eurem Elfenbeinturm in Berlin oder München endlich mal runter. Kommt raus, kommt an die Basis und guckt euch an, wie es wirklich aussieht. Ich kann keine 25% der Wähler einfach vor den Kopf stoßen und sagen, mit euren Vertretern rede ich nicht. Was ihr sagt, was ihr wollt, ist mir völlig egal. Herr Söder, Sie waren ja einer der Ersten, die sofort gesagt haben, Neuwahlen. Ziehen Sie sich den Vorwurf dann an, im Elfenbeinturm in München zu sitzen und nicht mehr zu wissen, was die Basis im Osten sich wünscht und damit eine weitere Spaltung zu riskieren? Nee, also nächstes Mal, es geht ja um Haltung an der Stelle. Es geht ja nicht um mathematische Mehrheiten. Es geht nicht um Macht, es geht schon mal um eine grundlegende Haltung, die man hat. Das ist das eine. Das zweite, das ist ja eine Kapitulation, die Aussage. Also wenn man vor einer Landtagswahl, wie jetzt in Sachsen-Anhalt, sagen würde, ich kann 25% nicht ausgrenzen, nehme ich ein Wahlergebnis quasi an und fange schon wieder an, jemand fast schon zu hofieren und hoffähig zu machen. Das kann auf keinen Fall sein. Man muss da kämpfen davon. Sie haben vorhin meinen Wahlkampf damals angesprochen. Das war schon eine Herausforderung und zwar eine grundlegende. Da sind auch Fehler gemacht worden. Aber ich glaube, am Ende hat es dann auch ein sehr hohes Maß an Stabilität gebracht. Denn man muss sich irgendwann, entscheiden. Man muss sich irgendwann entscheiden, welchen Weg man gehen will. Und nach meiner festen Überzeugung geht es nur, indem wir bei diesem Thema natürlich nicht einfach vorbeischauen, ist doch ganz klar. Natürlich muss man hineinschauen, das, was da stattfindet. Man muss sich noch die Frage stellen, warum hat sich dieses Bewusstsein zu entwickeln? Was verkörpert die AfD? Warum möglicherweise ist es so, dass auch das Selbstbewusstsein vieler Menschen nicht abgebildet wird in der Bundesregierung? Aber es gibt auch positive Beispiele. Michael Kretschmer in Sachsen beispielsweise, der hat es, wir beide verstehen uns auch gut, wir haben eine ähnliche Entwicklung in der Frage gehabt. Der hat durch Stabilität, durch einen klaren Kurs, durch ein klares darauf hinweisen, um was es geht, auch seinem Land Stabilität gegeben. Also ich finde, es geht schon. Diese Angst davor, diese Kapitulation, das sozusagen anzunehmen vor der AfD, macht doch die nur stärker. Die spielen doch im Endeffekt, so wie Höcke, die spielen mit der Demokratie. Ja. Und wir dürfen ihnen dieses Spiel nicht durchgehen lassen. Frau Esken, mir ist aufgefallen, und da geht es mir um die Formulierung, Sie hatten, genau wie Angela Merkel in Südafrika, gesagt, die Ministerpräsidentenwahl von Herrn Kemmerich müsse rückgängig gemacht werden. Das ist ja eine Wahl von freien Mandatsträgern gewesen, die Sie rückgängig gemacht sehen wollen. Müssen Sie sich dann wundern, dass das wie eine Direktive aus Berlin, wie so ein wir sagen jetzt mal den Trotteln, wie sie zu entscheiden haben, wahrgenommen worden ist. Und vor allem Frau Karrendauer. Nein, das ist tatsächlich eine Haltungsfrage. Und die Haltungsfrage bedeutet, paktieren wir mit Faschisten, ja oder nein? Mhm. Und es ist schon richtig, dass die Mandatsträger der AfD im Parlament, auch in Erfurt, mit demokratischer, auf demokratische Art und Weise Vertreter ihrer Wähler im Parlament sind. Das macht sie aber noch nicht zu Demokraten. Die CDU und die FDP haben ja auch gewählt. Mit diesen Antidemokraten
Demokraten arbeitet man nicht zusammen. Haben Sie sich angegriffen, rückgängig machen? Ja, ich bin der Auffassung, dass diese Wahl wirklich ein Dammbruch war und ein großer Fehler. Das ist auch von allen Seiten so gesagt worden, die beteiligt waren mittlerweile. Ich bin froh, dass Herr Lindner auch diesen Fehler eingesteht. Und dass auch der Bundestag entschuldigt. Ja, ich habe das durchaus gehört. Was nicht alles rückgängig ist, ist nicht jedermanns Sache. Aber ungeschehen machen können wir diese Wahl natürlich nicht. Und die wird uns auch als Stachel in unserer Demokratie noch eine ganze Weile begleiten. Aber Sie würden uns helfen. Das ist schon richtig. Ich will noch mal ganz deutlich machen, dass Frau Kamm-Karrenbauer natürlich recht hat. Die CDU ist nicht in einer Führungskrise, die ist in einer Orientierungskrise tatsächlich. Und die muss auch wirklich ihre Haltung gegenüber der AfD klären. Und sie muss auch ihren bisher hilflosen Umgang mit Strömungen wie der sogenannten Werteunion in den eigenen Reihen klären. Aber das erfordert dann auch klar zu machen, wohin entwickelt sich die CDU tatsächlich. Aber das ist doch gute Führung. Und deswegen, ja, es ist auch ein Führungsproblem. Ich habe vorhin die Zivilgesellschaft erwähnt, weil wir können allen diesen Bürgerinnen und Bürgern dankbar sein. Sie haben uns als Politiker, Sie haben den politischen Parteien FDP und CDU, die ein riesengroßes Desaster angerichtet haben, geholfen. Weil man muss sich jetzt mal ehrlich machen, auch Herr Söder, es gab ja auch Tweets direkt nach dieser Wahl, ja, wo auch Mitglieder Ihrer eigenen Partei von der CSU, wo viele erst mal gesagt haben, herzlichen Glückwunsch, Herr Kemmerich. Und erst der Druck, und deswegen habe ich das so herausgehoben, ja, der Druck von der Öffentlichkeit hat dazu geführt, dass es dann generell auch eine Ansage, auch von meiner Partei, sehr, sehr deutlich gesagt hat, wir akzeptieren das nicht. Ihr müsst einsehen, dass ihr was falsch gemacht habt. Und dann möchte ich aber gerne noch mal ein bisschen zurückgehen. Ja. Es ist ja nicht so, dass irgendwie Thüringen passiert ist und wir hätten alle nichts davon gewusst. Ja. Wir haben vor einem guten Jahr Wahlkämpfe in Ostdeutschland geführt. Wir haben immer wieder deutlich gemacht, wir als Grüne, aber auch viele andere Akteure, wir müssen schauen, wie wir als Demokratinnen und Demokraten da zusammenstehen können. Und da gab es eben auch von Seiten der Union, Entschuldigung, auch von Seiten von Ihnen, Herr Söder, nicht die klare Ansage. Wir müssen uns knallhart gegen rechts, gegen AfD immer wieder abgrenzen. Doch, weil Sie mit der Gleichsetzung, mit dieser Hufeisentheorie, mit der Gleichsetzung von rechts, und zwar Rechtsextremen, das können Sie nicht unterstellen. Lassen Sie mich bitte einmal ausreden, vielleicht am Ende des Satzes. Nur gleich, um Ihre Aussage noch mal zu reflektieren, wenn Sie machen. Ja, aber lassen Sie mich kurz ausreden. Gleichsetzung von Rechtsextremen, der Beschluss wurde hier ja gerade eingeblendet, von der CDU. Wir schließen, und das ist in einem Satz geschrieben, Zusammenarbeit mit AfD und mit der Linksfraktion an der Stelle aus, hat... Und Herrn Kretschmer, den Sie zitiert haben, der hat in seinem eigenen Wahlkampf in Sachsen ja mal versucht, deutlich zu machen, Leute, ich habe da ein kleines Problem, ja, es könnte am Ende zu sein. Und da gab es einen Anpfiff aus Berlin und da habe ich Sie nicht gehört, dass Sie gesagt haben, Mensch, das ist ein weltoffener Bürger. Sie haben auch nicht Daniel Günther unterstützt, der jetzt noch mal deutlich gemacht hat, liebe Unionsleute, wir müssen dazu beitragen, dass wir die Demokratie. Und ich möchte einen Satz da anfügen. Keine demokratische Partei macht es sich da einfach. Wir regieren in Sachsen-Anhalt. Gemeinsam mit der SPD, mit der CDU zusammen. Immer wieder haben wir diese Probleme gehabt. Wahl vom Datenschutzbeauftragten, ja, hat die CDU mit der AfD gestimmt. Immer wieder haben wir deutlich gemacht, die Demokraten müssen zusammenstehen an dieser Stelle. Wenn das jetzt anders ist, wenn Sie da knallhart sagen, nie mehr irgendwelche Zusammenarbeit mit der AfD ist es gut, dann müssen Sie aber auch anerkennen, dass es Momente gibt, wie jetzt in Thüringen, wo die Demokraten dafür sorgen müssen, dass dieses Land regiert werden müssen. Und wir hatten... Dann machen wir es doch. Wir hatten in Görlitz, letzter Satz, nee, weil den Ball zurückgespielt. Wir hatten in Görlitz die Situation bei der Kommunalwahl, dass am Ende die Frage stand, wird in der Stichwahl ein AfD-Kandidat gewinnen oder wird am Ende ein CDU-Kandidat gewinnen. Unsere grüne Kandidatin, sensationell in Sachsen, hätte da weiter kandidieren können. Wir haben, und das macht auch Führung aus, gemeinsam im Gesprächen, und zwar nicht als Ansage, sondern vertraulich gesagt, tritt nicht mehr an. Wir brauchen einen demokratischen Kandidaten, obwohl wir Dissens mit der CDU haben. Verstanden. Selbst die Linksfraktion, das ist mein Punkt, selbst die Linksfraktion hat mitgestimmt. Und deswegen kann es jetzt diese Gleichsetzung nicht geben. Dann sondern wenn doch Sie hier die Ansage machen, stimmen Sie in... Jetzt habe ich so lange zugehört. Thüringen mit, ja. Wenn Sie klare Kante machen, können Sie deutlich machen. Ja. Okay. Kann ich was sagen darauf? Ja. Also wenn mir Frau Lüge die Chance gibt, noch mal eine Ergänzung zu absolut machen. Ich möchte nur es noch mal auf den konkreten Fall Thüringen bringen, weil da geht es ja genau morgen gleich weiter. Ministerpräsident, genau. Nee,
der frühere Ministerpräsident Ramelow, Achtung, korrekt bleiben, geht weiter auf die CDU zu, das will er tun und will sich dazu morgen auch mit einer Arbeitsgruppe der CDU-Fraktion treffen, um darüber zu beratschlagen, ob nicht zunächst er ins Amt gewählt wird. Bleiben Sie dann, darauf zielt ja Frau Baerbock, bei dem Unvereinbarkeitsbeschluss auch gegenüber der Linkspartei, auch gegenüber diesem Ministerpräsidenten? Ja, die Dinge kann man nicht vergleichen. Warum? Nein, Moment mal. Also erstmal ist klar, man kann auf keinen Fall DDR und Nationalsozialismus vergleichen. Auschwitz ist unvergleichlich. Es gibt nichts je Vergleichbares. Trotzdem war die DDR ein Unrechtsstaat. Da gab es Mauer, Stacheldraht, Stasi. Und das hoffe ich, erkennen Sie auch an. Ich lebe in Brandenburg, das brauchen Sie nicht aber Sie zu erklären. Ja, aber Sie waren schon in Nürnberg, haben Sie als Kind aufgewachsen. Sie sind jetzt da, aber Herr Ramelow ist nicht jetzt, aus der DDR. Darf ich jetzt? Herr Ramelow sagt auch, der Unrecht DDR war kein Unrechtsstaat. Tut sich da wahnsinnig schwer. Da kann ich sagen, solange die Linkspartei ist nicht doch, darauf kommt Nein, schon da an. Für viele Menschen drauf, in den neuen Ländern. Auch drauf. Hallo, lassen Sie mich ausreden. Jetzt Herr Söder. Ich höre total aufmerksam gespannt zu, was ihr alles sagt. Ja? Ich teile es zwar nicht, aber ich höre zu. So. Und jetzt darf ich auch mal eine Antwort drauf geben, meiner Sicht. Es ist eindeutig so, dass für viele Menschen in den neuen Bundesländern die Präsenz der DDR und dessen, was da war, ein existenziell identitätsstiftende Frage ist. Und deswegen, solange da keine Bekenntnis dazu kommt... Gibt es, der Koalitionsvertrag vom letzten Mal hat ein Bekenntnis. Ja, Sie sind super, ich weiß, ja. Aber lassen Sie mich kurz noch ausreden. Die DDR war ein Unrechtsstaat, Herr Ramelow kann sich dazu nicht klar äußern. Teile der Linken werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Sofern die Linke das nicht geklärt hat, aber nicht die linke ist es Partei. Keine Partei, mit der eine CDU auch zusammenarbeiten will. Aber also, das gut, heißt aber dann, aber dann Herr Söder... Dann spielen Sie weiter das Spiel der AfD. Nein, ja. Würden Sie, jetzt, Sie müssen ja. jetzt dafür sorgen, dass in Thüringen die FDP eine Übergangsregierung würden Sie jetzt kommt. FDP die, Leute, empfehlen? Die AfD profitiert davon. Herr Baum, würden Sie empfehlen? Frage, würden Sie empfehlen, dass die FDP jetzt die Linkspartei unterstützt? Jetzt, damit müsste man Auffassung. Bestimmte Dinge aushandeln, man müsste einen Zeitraum anhaben, aber so Nein. geht es nicht weiter. Die haben Sie, wenn die CDU Sie sich in Thüringen enthalten, 22 Projekte sich, schon mit denen vereinbart, wenn Sie sich, unterstützen werden. Wenn Sie sich enthalten, droht ja wieder die Gefahr, dass die AfD dazwischen geht. Aber ich möchte noch was zu Ihnen sagen. Die Zivilgesellschaft hat sich hat Widerstand geleistet gegen Thüringen, aber die FDP auch. Ich habe sofort aus allen Verbänden und heftigen Widerstand bekommen gegen diese Sache. Die aber das muss Woche auch genau mal gesagt werden. Und wenn jetzt hier von Orientierung der auch. CDU die Rede ist, das ist ganz wichtig. Aber denken Sie doch mal an den Wähler. Der Wähler braucht Orientierung. Ich sage es noch mal, wie wollen Sie denn anderthalb Jahre mit den Kandidaten arbeiten? Heute hat Herr Laschet gesagt, er will die Europapolitik stärken. Der wartet dann anderthalb Jahre, bis er das machen kann. Oder Herr Merz, das kriegen Sie nicht hin. Die Leute werden unruhig. Die sagen, wir wollen ich will nicht alles werden. Durcheinander werfen. Wir waren jetzt gerade noch bei dem Unvereinbarkeitsbeschluss. Ja, ich glaube, man muss da ein bisschen differenzieren. Ja. Zum einen gibt es die alten Bundesländer, da ist die AfD in einer Größenordnung, wo ich finde, dass die anderen Parteien auch es leichter haben, mit ihr umzuverfahren. Und man sollte sich von der AfD bei 10-12% auch nicht den politischen Diskurs aufzwingen lassen. So. Nein. In den neuen Bundesländern ist es so, dass diese 25% in der Wirtschaft, würde man sagen, eine Sperrminorität sind. Und man sieht, wozu das führen kann. Und deswegen glaube ich, dass dieser Abgrenzungsbeschluss einfach nicht praktikabel ist. Man muss irgendwie anerkennen, dass an die Stelle der kränkelnden alten Volksparteien wie die SPD und womöglich auch die CDU andere jetzt getreten sind, zum Beispiel die Grünen, die durchaus das Potenzial haben, in einigen Gegenden Volkspartei zu sein. Oder eben auch wie in Thüringen, Herr Ramelow, der, glaube ich, das Schreckgespenst des Linken in keiner Weise oder sagen wir mal, in kaum einer Weise erfüllt. Stimmt. Und da muss man einfach ein bisschen pragmatisch vorgehen. Und so sehen das auch viele Leute in der CDU in diesen Ländern. Ich lebe in Hamburg, anders als Frau Baerbock, die in Brandenburg lebt. Aber so viel kriegt man schon mit, dass sozusagen dann kluge Direktiven, wir müssten die Wahl rückgängig machen, da haben die Leute das Gefühl, wir werden verschaukelt. Ja. Und das ist nicht richtig demokratisch. Nein. Also Herr Söder, denken Sie noch mal nach über den Parteitagsbeschluss. Verhalten Sie sich da
wie Giovanni Di Lorenzo vorschlägt, pragmatisch, weil ich immer annahm, das ist genau, was die CDU, auch die CSU können, sich pragmatisch verhalten. Ja, pragmatisch wäre doch, wenn man andere Kandidaten ins Spiel bringt. Pragmatisch wäre doch, wenn einer, der jetzt auch verbrannt ist, Herr Ramelow, vielleicht gibt es auch andere Kandidaten, an die man denken kann. Der Linkspartei, doch nicht die Linkspartei. 70% der Bevölkerung pragmatisch haben. Nehmen wir gleich, wenn wir einen Vorschlag machen, haben wir gleich totale Nervosität auf der gegenüberliegenden Bank. Man muss mal drüber nachdenken, wie man aus der Situation rauskommt. Neue Wahlen sind das eine, eine neue Mehrheit im Landtag das andere. Ja, aber da muss doch alle müssen sich doch Gedanken machen. Das kann nicht mit dem Kopf durch die Wand gehen, Herr Ramelow, unter allen Umständen. Sonst geht die Demokratie in Thüringen kaputt, das glaube ich nicht. Also ich sage Ihnen das ganz offen, auch, ich glaube nicht, die Linkspartei ist tatsächlich in Thüringen stärker als woanders. Woanders ist sie nicht mehr so stark, weil woanders ist viel Potenzial in die AfD integriert worden. Ja. Und Herr Ramelow selber ist ein sehr höflicher Mensch, keine Frage. Aber er müsste zum Beispiel auch mal ein paar Dinge für sich klären. Schauen Sie, wenn am Ende eine CDU mit der Linkspartei zusammenarbeitet, dann gibt es kaum ein Halten nach ganz rechts. Denn da werden viele Leute sagen, was, ihr arbeitet jetzt mit Vertretern einer Partei zusammen, die tatsächlich für diese Dinge wie Mauer und Stacheldraht steht und klärende Verhältnisse nicht. Aber Herr Söder, muss man gegen unsere Verfassung. Herr Baum, Sie will unsere Demokratie zerstören. Das ist doch was ganz anderes. Nee, Herr Baum, sorry. Verfassungsschutz ist auf beiden Teilen mit dabei. Jetzt setzen Sie sie wieder gleich. Wenn Sie sagen, Sie wollen eine klare Abgrenzung... Ich finde das einen schlechten demokratischen Stil, ständig dazwischen zu gehen. Ich habe auch keine Pause gemacht. Ich rede nicht so schnell wie Sie, aber ich rede in einem Flow. Monolog. Nein, das machen Sie doch auch, Frau. Also wir hören zu. Kommen Sie zum Ende, dann wähle ich. Das ist nicht der Stil, der wirklich funktioniert. Nein. Machen Sie Ihren Punkt, Herr Söder. Dann Frau Baerbock, die bei der Frage der Verfassungsmäßigkeit eingreifen wollte. Darf ich? Ich auch. Gut. Ich finde, die Linkspartei ist aus meiner Sicht keine Partei, mit der jetzt zusammengearbeitet werden muss. Natürlich darf geredet werden, aber es gäbe auch andere Möglichkeiten. Ich hätte das, ich weiß, Sie wollen es nicht, ich hätte es toll gefunden, wenn die CDU sagt, wir nehmen auch jemand von der SPD. Ich hätte sogar jemand von den Grünen davor geschlagen. Wow, ein Wunder. Macht, ja, okay. Da hätten Sie, wenn Sie mal gewartet, hätten Sie es gesehen. Statt Ramelow, warum denn nicht? Aber es kann doch nicht sein, dass jeder mit der Tür durch die Wand geht. Jeder will da unbedingt alles machen. Frau Baerbock, aber ist es nicht Demokraten so, müssen auch mal nachdenken über die neue Situation. Und deswegen glaube ich einfach, warum nicht jemand anders als Herrn Ramelow? Ich selber verstehe, dass darf man eine Nachfrage stellen, die Sie vielleicht beide beantworten können. Wenn die in einem Bundesland die Situation so ist, dass AfD und Linke mehr Stimmen haben als die Parteien, die Sie als die demokratischen bezeichnen. Was sollen die denn dann machen? Na gut, so das haben wir erlebt, Giovanni. Es war jemand, der mit 5% aufgelaufen ist. Hat sich gesehen. Zur Wahl was sollen die denn dann machen? Das würde mich interessieren. Was wäre dann Ihr Tipp? Jetzt Frau Baerbock. Danke. Also, mein Punkt ist, weil Sie sagen, man sollte sich mal was überlegen mit dem Kopf durch die Wand. Und vorher hatten Sie Ihren Punkt, wo Sie deutlich gemacht haben, wir müssen mal gucken, wie die Situation und die Menschen ist. Ja, das gucken wir uns. Ich gucke mir das tagtäglich seit dieser Thüringen-Wahl an. Und wenn Sie schauen, was in Thüringen los ist, nach dieser ganzen Desasteraktion ist die Unterstützung für Bodo Ramelow gestiegen. Das, was Sie hier gerade an die Wand malen, niemand möchte eigentlich Bodo Ramelow. Also erstens ist seine Partei stärkste Partei geworden. Das akzeptieren wir als Demokraten normalerweise nicht an. Dann ist es jetzt so, dass diesem Chaos die Menschen, selbst die Mehrheit der CDU-Mitglieder, selbst große Teile der FDP gesagt haben, bitte, liebe Politiker, macht euren Job. Entscheidet nach dieser Wahl gemeinsam. Die Mehrheit in diesem Land, ich glaube 75% aller Wählerinnen und Wähler, wollen Bodo Ramelow als Ministerpräsident. Das, was Sie hier sagen, man muss sich jetzt mal irgendwelche Gedanken machen, das haben die Wählerinnen und Wähler getan, das haben die demokratischen Kräfte in diesem Parlament getan. Und jetzt ist es an der CDU, eigentlich auch an der FDP, dass sie weiter total ausfällt, ist ein Problem. Jetzt ist es an der CDU, und das heißt ja überhaupt nicht, in eine Koalition mit Rot-Rot-Grün einzusteigen, sondern in diesem entscheidenden Moment, wo Thüringen handlungsfähig ist, zu sagen,
Wir unterstützen einen demokratisch gewählten Kandidaten, dessen Partei auf dem Boden des Grundgesetzes ist. Und das unterscheidet sich diametral von der FDP, ja, damit Thüringen überhaupt wieder handlungsfähig wird. Obwohl das dieser Kandidat aber muss man sagen, und mit seiner Koalition auch keine Mehrheit hat, das kann man auch als Anfang des Problems sehen. Ich will nochmal zurück, Herr Baum, ich will nochmal zurückspringen. Herr Baum, ich möchte jetzt mal tatsächlich zu einem anderen Punkt springen. Und zwar möchte ich jetzt noch mal fragen, wer hat im Moment, ich springe in den Bund, die besten Chancen, Kanzlerkandidat zu werden? Denn das haben wir jetzt erstmal getrost alles liegen gelassen. Da hängt aber viel dran. Wer wäre ein guter Kanzlerkandidat, hat der aktuelle Deutschland-Trend gefragt. Bei den Anhängerinnen und Anhängern der Union klar auf Platz 1 Friedrich Merz, gefolgt von unserem Gast Markus Söder, Armin Laschet und Jens Spahn. Und auch bei der Gesamtheit der Befragten liegt Merz deutlich vorne. Frau Esken, Sie müssen aus Ihrem Herzen ja keine Mördergrube machen. Wem der vier in Rede stehenden Kandidaten, einer davon sitzt hier, den haben wir jetzt noch mal besser kennengelernt in seiner, in seinem Engagement, ist am ehesten zuzutrauen, die Union zu versöhnen, inhaltlich auf eine Linie, wir wissen nicht genau welche, zu bringen und damit, das ist uns wichtig heute, dem Land Stabilität zu bringen? Das ist jetzt tatsächlich eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, die die CDU-Mitglieder für sich zu klären haben. Wer CDU-Vorsitzender sein kann. Und die Zeit der CDU-Vorsitzenden, in Klammer weiblich, scheint ja leider vorbei zu sein. Da kann ich als SPD-Parteivorsitzende nicht so viel beitragen, ehrlich gesagt. Und wer Kanzlerkandidat bei der CDU-CSU werden soll und wer da die besten Karten hat, auch das ist nicht meine Entscheidung. Wir sind da mit eigenen Personalien beschäftigt. Insofern kann ich Ihnen, glaube ich, die Frage nicht beantworten. Herr Söder, wem ist es am ehesten zuzutrauen, die Union zu versöhnen, inhaltlich auf eine Linie zu bringen, Merz, die Sie definieren müssen, und damit dem Land Stabilität zu geben? Was für eine überraschende Frage. Echt? Da habe ich ganz lange drüber nachgedacht. Ja. Ich habe es nicht erwartet. Ärgerlich. Sind nicht erwartet. Betroffen. Also ich glaube, man muss es zweigeteilt sehen. Das eine ist die Frage nochmal Parteivorsitz und dann Kanzlerkandidat. Beim Parteivorsitz haben wir in Anführungsstrichen entscheidet die CDU natürlich. Beim Kanzlerkandidat geht es nur gemeinsam. Ich glaube, am Ende sind es so einige Fragen, die man da stellen muss dazu. Das erste ist das ganze Thema, das wir jetzt gerade besprochen haben, die strategische Ausrichtung in Bezug auf bürgerlich oder eben eine offene Vermutung, wie das nach rechts außen geht. Das zweite ist, ich glaube, dass auch ein Programm da sein muss, kein Programm zurück. Also es wird nicht nur reichen zu sagen, wir machen es jetzt einfach mal so wie vor 20 Jahren, sondern muss schon einen progressiven Ansatz finden auf die Herausforderung, die unsere Zeit wirklich hat für die nächsten Jahre. Also wird es Herr Merz nicht. Das Dritte ist, ich glaube auch, dass ein Bruch mit der Bundeskanzlerin nicht der richtige ist. Ich bin auch ehrlich gesagt gegen diese taktischen Spielchen, tritt sie vorher ein bisschen zurück oder ähnliches mehr. Ich glaube, das ist gegen den Wählerwillen. Es ist auch Deutschland unwürdig, ein solches Spiel zu betreiben. Wir haben schon eine große Kanzlerin, eine starke Kanzlerin, die auch in der Tat international starkes Ansehen hat. So nach dem Motto, jetzt machen wir die Ratspräsidentschaft zu Ende und dann wählen wir plötzlich. Ich finde, wir sollten mit diesen ganzen demokratischen guten Bräuchen nicht zu spielen. Und deswegen glaube ich, ist jetzt der Parteivorsitz ist das eine, aber das andere ist die Kanzlerkandidatur. Und das geht nur meiner Meinung nach, also wie gesagt, mit uns. Aber ich würde mir aber einfach wünschen, dass wir da auch dann das klar definieren. Kein Bruch mit der Vergangenheit, Programm für die Zukunft. Und ich finde, sehr, sehr respektvoller Umgang und auch mit der Bundeskanzlerin. Aber dann haben Sie sich jetzt klar gegen Herrn Merz ausgesprochen. Nein. Trauen Sie dem denn zu, dass er keinen Bruch mit der Kanzlerin sucht? Naja, wir werden ja mal sehen, wie sich alle Kandidaten jetzt die nächsten Wochen verhalten. Wir kennen ja das auch haben sehen, Sie doch jetzt schon gesehen. Naja, das ist jetzt alles so Anfang. Und da, also das verändert sich. Aber wir haben ja auch da gesehen bei der SPD, zwischen Anfangsüberlegungen und dann, wenn es dann in das Finale mündet, ist vielleicht anders. Auch die Zeitachsen muss die CDU dann noch mal klar definieren. Ja. Ich rate auch dringend dazu, dass wir möglichst bald eine gemeinsame Präsidiumssitzung machen, CDU, CSU, um einmal über Fahrpläne zu reden und auch wie das Ganze sich ergibt. Den muss der Verein nicht vergessen. Da wollte sich aber Frau Kramp-Karrenbauer zum Beispiel Zeit lassen. Und Sie haben gesagt, nee, so lange können wir nicht warten. Ebenso haben Sie gesagt, das ist eine wahnsinnig wichtige Entscheidung, das ja schon vorweggenommen, für die man ja möglicherweise Zeit bräuchte. Ja, Kanzlerkandidatur darf es nicht. Also kann die Kanzlerkandidatur jetzt so machen.
Und jemand 1,5 Jahre als Kanzlerkandidat durchs Land zu schicken, also wenn man dem schaden will, kann man es machen. Damit verliert die Union jede Hoffnung. Haben Sie, ja, an Kanzlerkandidaten jetzt nicht. Nein. Auch als Partei noch nicht. Parteivorsitzende ist das eine. Da müssen natürlich auch Parteivorsitzendenkandidaten erklären, ob sie bereit sind, Parteivorsitzender machen, selbst wenn sie nicht Kanzler werden. Vielleicht lichtet es schon mal das Kandidatenfeld. Es ist nichts entschieden. Wir müssen die Gesamtformation auch dann Anfang nächsten Jahres bewerten. Man muss auch die strategischen Optionen bewerten. Wer passt möglicherweise zu welchen auch neuen gesellschaftlichen Entwicklungen? Gibt es also diese Koalition, die jetzt gerade tagt und, glaube ich, schon bessere Arbeit macht, als viele glauben, die wird wahrscheinlich keine Zukunft haben, weil die SPD sagt, auf keinen Fall mehr GroKo. Also muss man nach neuen Konstellationen über den denken. Das ist richtig. Ich schaue jetzt aber ich sage mal, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Auf jeden Fall ist es wichtig, jetzt seriös zu sein, zwar ein Tempo zu haben, aber nichts zu überstürzen und klarzumachen, Vorsitz ist das eine, Kanzlerkandidatur ist das andere. Und vor allem, es braucht ein Programm. Und jeder, der die Union führen will, der muss auch ein Programm haben, das ein Stück weit mit unserem kompatibel ist. Das Grundsatzprogramm, Giovanni, wollte die Partei erst im Dezember verabschieden. Hat sie jetzt überhaupt noch die Zeit, sich richtig klar auszurichten? Denn wenn wir die Kandidaten anschauen, dann hat man ja nicht den Eindruck, dass sie komplett grundsätzliche Auffassungen hätten, wenngleich, deshalb habe ich eingehakt, Herr Merz vielleicht am ehesten für ein stärker wirtschaftsliberales, marktliberaleres, möglicherweise auch rückwärts in die Nullerjahre gedachtes Programm steht. Da sind lauter Widersprüche. Ja? Zunächst einmal muss man feststellen, trotz unserer Diskussion, die wir auch hier führen, 60% der Bundesbürger fänden es eigentlich gut, wenn die Arbeit der Großen Koalition weitergehen würde. Das muss man erstmal feststellen. Dann muss man sagen, wenn man sich diese Herren hier anschaut, noch beliebter als die, die da sind, ist Frau Merkel immer noch. Also ist auch für viele Wähler der Hauptgrund, die CDU zu wählen. So, und bei den Kandidaten ist es auch unterschiedlich. Denn Friedrich Merz ist sicherlich der bei der eigenen Anhängerschaft am meisten mobilisieren würde und wahrscheinlich auch die meisten Stimmen an der Basis holen würde. Ich kann aber nur sagen, das Beispiel der SPD wäre ein falsches. Wichtig ist, wer punktet dann am Ende bei den Wählern. Bei Merz, da sind ja 40%. Ja, bei Merz ist allerdings ein großes Risiko. Das ist erstens, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Auch an Tätigkeiten. Und das Zweite ist... Für BlackRock gearbeitet im Aufsichtsrat. Das Zweite ist, er ist rhetorisch außerordentlich beschlagen. Aber er hat meines Erachtens kein besonderes prozessuales Geschick bislang unter Beweis gestellt. Was heißt das? Sonst wäre er zum Beispiel nicht auch so schnell jetzt vorgeprescht. So. Ja, also Klaus Spahn, der gesagt hat, das war, glaube ich, Jens Spahn, das war die Andeutung von Herrn Söder, gerade, dass man das nicht den Bruch mit der Kanzlerin so forcieren darf. Das war, glaube ich, gerade ein Interview im Spiegel, wo das Spahn ganz stark betont hat, ist noch nicht beliebt genug bei den Leuten. Bei Armin Laschet, ja. Ich bin von alleine drauf gekommen. Ich bin jetzt gespannt, welche Vornamen Sie Markus, nennen. Machen Sie sich keine Sorgen. Markus, ich wollte es nur mal sagen. Nicht, dass du... Armin Laschet wäre sicherlich derjenige, der die integrierendste Wirkung hätte in der Partei. Mhm. Wobei ich gar nicht weiß, ob die Flügel so weit auseinander liegen. Aber wie auch immer, das ist eine andere Baustelle. Aber die Vorstellung, dass das ein besonders spannender Wahlkampf werden würde, wo in der Mitte auch gestritten wird, wo sozusagen die Mitte in der Lage ist, auch Themen so zu besetzen, dass die Leute sagen, ich schaue mir dieses Duell oder diese Auseinandersetzung der Kandidaten oder Parteivorsitzenden an, weil es ist so spannend. Da habe ich einige Zweifel, trotz des großen Ehrgeizes, den er versprüht, diese Rolle einzunehmen. Und der vierte im Bunde sitzt ja auch unter uns, der hat auch seine Qualitäten. Allerdings, sagt er, glaube ich, das würde er selber nicht sagen, aber vielleicht kann ich versuchen, mich hineinzuversetzen in das, was er denkt. Es hat noch nie ein Bayer eine Kandidatenkür gewonnen als Kanzler. Und der zweite Punkt ist... Kandidatenkür schon. Eine Bundestagswahl. Und das Zweite ist, und das ist noch viel gravierender, die Zeitspanne, bis das dann soweit ist, ist so groß. Das ist auch die größte Gefahr für die Zukunft. Die ist so groß, egal was jetzt passiert,
Da ist es für die Union, egal wen sie ins Rennen schicken, für jeden, der das macht, ist da ein riesiges Risiko. Ist Ihnen das Risiko zu groß, Herr Söder? Es geht nicht ums Risiko. Es geht tatsächlich darum, dass man zum einen mal die jetzige Regierung nicht ständig destabilisiert, indem wir jetzt ständig von der nächsten Regierung reden. Aber wir haben einen Auftrag, den Wählern zu erfüllen. Also macht es keinen Sinn, den Kanzlerkandidaten jetzt zu benennen, der dann ständig eine Art Nebenregierung führt, was überhaupt nicht geht. Aber das will doch die CDU. Herr Baum, ich bin dran. So. Aber ich frage Sie. Ich bin dran, kurz so. Das Zweite ist, ich glaube, das ist sinnvoll, erstmal die innerparteiliche Frage zu klären, aber sie auch so zu definieren, dass dann derjenige, der führt, sich auch klar sein muss, dass vielleicht jemand anders Kanzlerkandidat werden könnte. Aber ganz ehrlich, das hat doch Frau Kramp-Karrenbauer am Montag als den wesentlichen Grund für ihren Rücktritt bezeichnet. Sie hat gesagt, das geht. Ich weiß, was Sie meinen, aber es muss nicht für alle gelten. Also muss man einfach, kann man mal ganz wertfrei diskutieren. Es ist auch nicht falsch, nochmal darüber alles zu bedenken. Also es ist möglich, die Ämter zu trennen bei der CDU. Das Wagnis, das Frau Merkel eingegangen ist, ist machbar. Dann wäre Frau Kramp-Karrenbauer nicht daran gescheitert, sagen Sie uns dann damit, sondern an sich selbst. Nein, es gibt ja viele Dinge, warum etwas funktioniert oder weniger funktioniert. Ich glaube einfach, dass es jetzt klüger ist, die jetzige Regierung erfolgreich zu führen, sich zu überlegen, wie die strategischen Auswirkungen der Zukunft sind, welches Programm man haben will. Ich sage ausdrücklich, alle drei, die genannt wurden, ja? Friedrich Merz, Jens Spahn und Armin Laschet, sind alles hervorragende Persönlichkeiten. Und Markus Söder? Ja, der ist auch nicht schlecht so. Das ist auch nicht schlecht. Aber mein Platz ist in Bayern und da bleibe ich auch. Ja, solange die Wähler und Wähler das in Bayern möchten, dass ich das auch mache. Aber natürlich werde ich mithelfen. Es geht natürlich nichts ohne die CSU und wahrscheinlich auch nicht ohne den Parteivorsitzenden. Es geht schon darum, das Ganze zu stabilisieren. Die Sendung läuft unter dem Motto, was hält Deutschland zusammen? Genau. Auf jeden schon mal Klugheit und Vernunft. Ja, aber jetzt, dass wir nicht überschießen, dass wir einander nicht ständig ins Wort fallen, sondern dass wir einfach versuchen, einander den besten Weg fürs Land zu finden. Ich möchte von Ihnen, Frau Baerbock, wissen, aus Ihrer Perspektive jetzt tatsächlich mal frei raus, wer wäre Ihnen der Liebste? Sprich, wovon hätten die Grünen in einem anstehenden Wahlkampf das meiste? Zum Beispiel das größte Abgrenzungspotenzial. Das sind wir jetzt gespannt. Zwei verschiedene Fragen. Ja. Achtung, jetzt ist Frau Baerbock gespannt. Ich habe mich farblich extra schon an die Balken hier heute angepasst. Trotzdem bin ich nicht die Politikberaterin von der Union, sondern ich bin die Partei. Aber Sie können super gut die Chancen Ihrer Partei abschätzen. Ja, die kann ich gut abschätzen. Und seit 2 Jahren schätze ich die so ab, dass Politik nicht ständig um sich selbst kreisen sollte. Dass Politik nicht ständig um Personen kreisen sollte, was wir jetzt auch hier wieder machen. Ja. Wer ist A, wer ist B, wer ist C? Aber ich erlebe an meiner eigenen... Am Montag hat eine Vorsitzende einen Rückzug angekündigt. Ja, und schwere strategische Fehler dabei gemacht, weil es immer nur um die kurzfristigen Momentaufnahmen zum Beispiel an dieser Stelle geht. Wenn man eine Partei führt, daran kann ich sprechen, ich habe 2 Jahre eine Partei geführt, dann ist es wichtig, dass man intensiv erstens im Dialog miteinander ist. Dann ist es wichtig, dass man sagt, wo wollen wir uns inhaltlich aufstellen. Und das ist die große Lehre aus meinen letzten 2 Jahren. Dann ist es wichtig, dass man den Leuten klar und deutlich sagt, wofür stehen wir. Weltoffenheit, in unserem Fall, Klimaschutz, sozialer Zusammenhalt. Und da definieren wir uns nicht über die CDU, über die Union, über die SPD, nicht über die anderen, sondern, nein, das ist nicht Wahlkampf. Wenn das Wahlkampf wäre, würde ich jetzt sagen, parteitaktisch ist derjenige am besten der, gegen den wir uns abgrenzen können. Aber ich muss doch mich fragen, was ist das Beste in der Situation für unser Land? Und da bin ich jetzt an dieser Stelle doch bei Markus Söder. Es wäre ein Desaster, wenn ich das mal so deutlich sagen darf, wenn wir jetzt kurz vor der Ratspräsidentschaft, die im Juli diesen Jahres beginnt, diskutieren, auch vielleicht könnte das dann ja auch eine Neuwahl geben, da müsste sich die Vertrauensfrage mitten in der Ratspräsidentschaft im Herbst gestellt werden. Was wäre das ein Zeichen an Europa, an die Welt? Der Euro würde im Zweifel runtergehen. Deswegen, die CDU muss für sich klären, wer führt ihre Partei. Und zwar so, dass in dem nächsten Dreivierteljahr Europa darauf vertrauen kann, dass es Antworten gibt aus Deutschland und nicht nur Fragen, wer ist der beste Kanzlerkandidat für die CDU. Darum geht es derzeit. Herr Baum, leider sind wir am Ende der Sendung. Machen Sie einen kurzen Punkt, dann würde ich dann gerne zu den Tagesthemen rübergehen. Also
Wichtig ist, dass die Leute wissen, woran sie sind, dass die Parteien sich nicht dauernd mit sich selbst beschäftigen. Wichtig ist, dass die Parteien sagen, was sie wollen. Die CDU hat im Moment kein deutliches Profil. Sehen Sie, wenn ich die Neujahrsansprache von Frau Merkel mir ansehe, wunderbar respektabel außenpolitisch, innenpolitisch keine Dynamik, keine Zukunftsperspektive. Da müssen Sie ran, wir leben in einer unsicheren Zeit. Die Leute wollen Orientierung und nicht dauernd, dass die Parteien sich mit Kandidaten selbst beschäftigen. Sie müssen ihr Problem bald lösen. Sie haben mehrmals das Wort lösen. Führung in den Mund genommen. Und ich glaube, sie hat da recht. Die CDU macht im Moment nicht den Eindruck, dass sie geführt wird. Und das ist, glaube ich, noch wichtiger als der Richtungskampf ist, dass da jemand ist, der integrierend, kommunikativ und auch mit einer gewissen Autorität diesen Laden wieder zusammenhält. Ja, Frau Baerbock hat aber nicht von Autorität gesprochen, die sie in ihrer Partei hat, sondern von Kommunikation und Dialog und von Haltungen. Und es ist tatsächlich eine Frage, ob die CDU im Moment sich darüber im Klaren ist, welche Haltungen sie eigentlich trägt. Und ich glaube, da ist es schon notwendig und es ist nun mal so, dass die Partei sich auch ein Stück mit sich selbst beschäftigen muss und klären muss, wofür steht sie eigentlich. Das will sie jetzt tun, haben wir gehört. Und muss es auch, weil eben eine große Entscheidung ansteht, wer Annegret Kramp-Karrenbauer in dem Amt folgt und wie es dann weitergeht. Aber wir haben verstanden, Sie halten es für unwahrscheinlich, dass während der Ratspräsidentschaft gewählt werden könnte. Sie rät ab. Ich rate dringend davon ab, ja. Würden Sie wetten? Danke. Ein Fehler. Würden Sie wetten? Und es geht auf keinen Fall. Danke an die Runde. Wir geben weiter zu den Tagesthemen, hatte ich eben schon gesagt. Ich glaube, Pina Atalay wartet jetzt schon einen Moment. Entschuldigung dafür. Und kann uns sagen, was ihr vorhabt, Pina. Alle, wir blicken auf diese gute Nachricht. Die China-Rückkehrer, die wegen der Corona-Epidemie in Deutschland in einer Kaserne festsaßen, durften heute nach Hause und alle sind wohlauf. Wir haben mit einem gesprochen, der die Quarantänezeit miterlebt hat. Gleich bei uns in den Tagesthemen. Danke, Pina, das jetzt in den Tagesthemen. Und danke an Sie, meine Damen und Herren. Bis zum nächsten Mal.